Grüße, nur kurz, falls du dich für meine Grüße, nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst. Hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 11.09.22. Einen wunderschönen verregneten Sonntag. Ja, es ist Herbst, leider. Kam viel zu schnell. Naja, man geht auch schnell wieder. Wir schauen, was wir für den Sonntag haben. Wir haben ein Geschenk. Mutlosigkeit, Vertrauen und Verlust. Ah, das ist das Geschenk. Wir verlieren die Mutlosigkeit und erlangen Vertrauen. Und das ist unser Geschenk. Bin ja mal gespannt, wie das geht. Das Geschenk ist die Erfüllung. Und da wird die Mutlosigkeit dann logischerweise vergehen. Und wir haben wieder Vertrauen, schöne Dinge zu erleben. Die Mutlosigkeit wandelt sich in Freude. Und das alles durch die Zauberin. Das ist ja wunderschön. Also das ist wunderschön. Zauberin ist immer eine Gelegenheit, ein Mensch, eine Situation, irgendetwas, was einem hilft. Für alle, die meine Karten haben, da gibt es nichts, da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist wie so ein Glücksbube oder so. Hier verlieren wir eindeutig die Mutlosigkeit und kommen wieder ins Vertrauen. Und das eben durch Menschen, Gelegenheit, Situationen, die wir meist unbewusst selbst herbeigeführt haben. Wir haben hier Vernachlässigung im Hier und Jetzt und eine Entscheidung der Liebe. Ja, und zwar ist das einfach Gefühle der Liebe, Gefühle des Geborgenseins und der Positivität, die hier zu uns kommt. Und im Hier und Jetzt alles vernachlässigt, was wir glauben zu wissen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage, glauben zu wissen, denn ich kenne niemanden, der wirklich weiß. Also wir vermuten alle ganz viel, wir empfinden ganz viel, wir vertrauen ganz viel, wir fühlen ganz viel, aber wirklich wissen die wenigsten. Also ich kenne keinen. Es gibt bestimmt Menschen, die wissen, aber wir oder der Normalsterbliche weiß eben nicht. Oder es ist ein Wissen, ohne wirklich zu wissen, dass es ein Wissen ist. Auch das mag sein. Aber hier kriegen wir ein Geschenk der Erfüllung, das uns wieder ins Vertrauen bringen lässt und uns dazu bringt, im Hier und Jetzt alles zu vernachlässigen, was uns die ganze Zeit besorgt und das Leben nicht schön macht, sage ich jetzt mal. Da die Mutlosigkeit geht in die Freude und wir verlieren sie ganz. Und das eben alles durch die Zauberin. So, und jetzt mag ich mal sehen, ich mag da auch mal was Gutes schauen, welche Situation, welcher Mensch, um was es sich dreht, was die Zauberin hier für uns macht. Das wird zwar bei jedem was anders sein, aber vielleicht können wir mal ein bisschen Einblick haben. Bewusste Heilung durch den Vater. Okay, also, es geht wieder mal um Bewusstsein, ums Vertrauen, um Sicherheit. Bei einem oder anderen ist es wirklich, dass der Vater, die Mutter, der Bruder oder was wirklich in Heilung geht und man das sieht und dass eben dadurch die Mutlosigkeit verschwindet, man wieder in die Freude kommt. Bei vielen anderen heißt das nichts anderes wie diese Liebe, dieses tiefe Gefühl der Liebe, das nichts mit Verliebtheit oder so zu tun hat, sondern mit tiefer Liebe. Mit Liebe, die man empfindet, wenn man ein Baby sieht. Ist egal, welches Baby das ist. Ob das deins ist oder das von der Nachbarin oder im Kinderwagen, den du gar nicht kennst. Wenn du ein Kind anschaust, und das muss ich jetzt aus der Sicht einer Frau sagen, denn mir geht es immer so und ich kenne... Entschuldige, Akkulier. Also es... Ich sehe es aus dem Blick einer Frau und wenn ich ein Baby sehe, dann empfindet man da wirklich Liebe. Das ist eine tiefe Liebe.
Vielen geht es bei Tieren so, also besonders bei jungen Tieren, die erzeugen in uns einfach ein Gefühl der Liebe. Und genau um das geht es hier. Also um diese tiefe Liebe, die wir hier geschenkt bekommen. Und hier heißt es, eben durch eine bewusste Heilung, die wir bewusst wahrnehmen von jemandem, der uns nahe steht. Aber es heißt auch energetisch, dass wir hier Energien bekommen der Liebe, die so tief gehen, dass sie uns alle bewusst werden. Dass du meinetwegen in der Früh die Augen aufmachst und weißt ganz tief in dir, es ist alles gut. Das ist so ein ganz tiefes, warmes Gefühl. Und das ist so ein Gefühl, was man mit Liebe gleichsetzen kann, wenn du sowas schon mal hattest. Es ist, ja, man kann es, ich kann es nicht anders beschreiben. Das muss man erlebt haben, das ist, kann man nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist es ein ganz tiefes Gefühl. Und im Leben wird uns als Geschenk gereicht, wie auch immer das Geschenk bei dir aussieht, das kann wirklich alles sein. Es ist eine Art Erfüllung, also jeder, ein Wunsch, ein alles, und das hat mit tiefen Gefühlen zu tun, wo du zurück ins Vertrauen kommst und wirklich alles vernachlässigen kannst, was jetzt eigentlich nicht so ist, weil du wirklich in ein tiefes Vertrauen kommst, und damit verlierst du nämlich auch die Mutlosigkeit, die sich hier als Freude dann widerspiegelt. Hier liegt noch die Entscheidung. Das heißt, du musst dich entscheiden, hier zu vertrauen und diese Mutlosigkeit zu verlieren. Es wird immer wieder Menschen geben, die dann sagen, ja, das ist ja ganz schön und ich bin ja froh, dass das so ist, aber, und dann kommt das wieder. Nein. Es fühlt sich für mich ein bisschen an wie so ein kleines Zeichen, was für jeden von uns kommt, ein Zeichen, was ihm sagt, innerlich, alles wird gut. Und dieses Aber kommt aus dem Kopf. Das ist das reine Ego, was der Aber sagt. Und darum kann ich ja nur immer wieder appellieren, folgt euren Gefühlen. Das, was tief in euch drin ist. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelcher Situation heraus plötzlich euch sagt, jetzt ist es gut, dann haltet daran fest. Hört auf den Kopf zu hören, der sagt dann Aber. Und der Kopf sagt Aber, weil er es im Außen einfach noch nicht anders sieht. Und das kommt daher, dass dein Außen, was du siehst, ja immer die Vergangenheit ist. Denn du machst ja dein Leben jeden Tag mit all deinen Gefühlen, mit deinem Denken, mit deinem Tun und mit deinem Handeln und mit deinen Entscheidungen. Kreierst du dein Leben. Und darum kann ich ja jetzt, was ich jetzt sehe, nur mein Leben, mein kreiertes Leben von gestern, vorgestern oder vor einer Woche sein. Nagelt mich nicht auf Zeiten fest, die weiß ich einfach nicht. Mit Zeit habe ich es nicht. Aber ich sage immer, nein, ich sage nicht. Ich habe es nicht mit Zeiten. Ich kann hier bloß wieder spekulieren. Aber das ist eine Tagesenergie und erfahrungsgemäß 7 Tage rauf runter. Aber ja, es ist halt wirklich für alle. Und für einen ist es wirklich ein kleines Geschenk, was ihn aber Vertrauen fühlen lässt. Für einen anderen ist es wirklich ein großes Geschenk. Es ist völlig egal, wenn du das hast und wenn du dann in diesem Moment im Vertrauen bist, dann entscheide dich, da drin zu bleiben. Denn in diesem Moment kannst du alles vernachlässigen, was außen passiert. Und dann entscheidest du, gebe ich es ganz auf, bleibe ich in diesem Vertrauen oder gehe ich wieder, wie mein Kopf mir sagt, ins Ego. Also hier sind Energien, um gleich zum Spirituellen zu kommen, die uns alle eine Situation bescheren. Eine Situation, ein Menschen, ein Ereignis, keine Ahnung, für jeden etwas anders, aber etwas Unverwechselbares. Zauberin ist immer etwas, die heißt nicht umsonst Zauberin. Eine Zauberin zaubert Situationen, was weiß ich, Dinge hervor, die
mit denen man ja nicht gerechnet hat, stimmt nicht ganz, aber die nicht so einfach sind. Die haben immer was, ein kleines bisschen was Besonderes. Ich sage jetzt nicht was Großes oder so, aber ein kleines bisschen was. Diese Energien kommen rein spirituell wirklich von der Quelle, wie immer du die Quelle nennst, in dein Bewusstsein. Das heißt, du spürst sie, du bist dir dessen bewusst und du siehst sie auf irgendeine Art und Weise auch im Außen. Und das kann wirklich klein sein, es kann aber auch groß sein. Aber du entscheidest, ob du drin bleibst. Und das ist immer das Gleiche. Wir sind in einer Phase, wo du entscheiden musst, wie du leben möchtest. Wo ich immer wieder sage, manifestieren wird ganz hoch geschrieben. Das heißt, du entwickelst gerade jetzt deine Zukunft. Also bleib im Positiven. Ich sage nicht, mach dir was vor. Das wäre Unsinn, weil dann ist es nicht positiv. Wenn du das hier immer noch empfindest, denk mal drüber nach, warum? Warum bist du denn nicht hier in deiner Liebe? Was, warum? Und dann kommt oft so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die nächste Rechnung zahlen soll. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer fragt das? Wer in dir fragt das? Der Kopf, nur das Ego. Wenn du im Vertrauen bleibst, sage ich dir immer wieder, findet sich ein Weg. Mach alles mit dem Kopf in deinem Leben, soweit du es kannst. Und dann alles, was du nicht lösen kannst, kannst du hier hinstellen und kannst wirklich sagen, okay, das lasse ich stehen, bis sich's lösen lässt. Es gibt Menschen, die sagen, sie übergeben es der Quelle, dem Universum oder keine Ahnung was. Jeder macht es so, wie es am besten meint, es zu tun. Aber es gibt ganz verschiedene Wege. Und wenn du das nicht glauben kannst, dann fang im Kleinen an. Es ist nicht zu spät. Fang an in kleinen Dingen, die du gerade nicht lösen kannst. Hier ein Backerl hinzustellen und sagen, okay, das kann ich jetzt nicht lösen, das lasse ich jetzt stehen und mal schauen, ob mir was einfällt, ohne dass ich mir weiter Gedanken darüber mache oder mir Sorgen mache. Mach es in kleinen Dingen und du wirst sehen, sie lösen sich auf. Es kommen Wege. Und was in kleinen geht, geht genauso im Großen. Das ist halt Vertrauen und das erlangt man durch Taten. Vielmehr das Ego versteht es erst oder lässt sich dazu überreden, zu vertrauen, wenn du ihm zeigst, dass es wirklich geht. Ich sage immer, der Mensch, Diana, was ja das Ego macht, ist, also nur der Mensch, Diana, ohne Seele, ohne Bewusstsein, der ist ja reines Ego. Die kann gar nicht anders, wie sich hier Sorgen machen, weil sie nur aus der Vergangenheit schöpfen kann. Der reine Mensch, Diana, hat kein Bewusstsein, hat keine Anbindung nach oben, nach unten oder sonst irgendwohin. Die kann nur im Hier und Jetzt erleben und sich Sorgen machen und am besten den ganzen Tag heulen oder sich verstecken, wie die Welt momentan ist. Nur das All-Eins, Diana, die Körper, Geist und Seele ist, die weiß es viel besser. Die kann hier wirklich in der Freude und Vertrauen sein. Also frage dich, wer hat denn diese Sorgen? Wer denn? Das ist nur der Mensch, der reine Mensch, ohne Bewusstsein und ohne Seele. Und das nennen wir halt dann Ego, sage ich jetzt mal. Und nur der treibt dich ja eben immer wieder in die Sorgen rein. Und darum sage ich, probiere es in kleinen Dingen, Vertrauen zu gewinnen und peu à peu und Stück für Stück wird sich dein Mensch, Diana, dein Ego dazu überreden lassen, auch es einfach mal stehen zu lassen, ohne weiter hier Gedanken zu machen. Also das ist nur so als Tipp. Ich glaube, so fängt es bei jedem an. Versprochen wird uns hier wirklich Energien der Liebe, wo du dich entscheiden kannst, sie wirklich zu leben und damit in die Heilung gehst. Denn das wird uns hier nämlich auch versprochen, dass diese Energie, und wenn du dich entscheidest, diese Energie anzunehmen und zu leben, wirklich in die Heilung gehst. Ja, und das ist egal, was du anhörst oder anschaust oder auch tust, du weißt, du sollst positiv bleiben. Jeder, also ich kenne es ausnahmslos, ist egal, ob ich den jetzt gut finde oder nicht gut finde. Jeder sagt, alles wird gut. Sogar die schlimmsten
Weissagungen von Propheten oder keine Ahnung was für welche Typen sagen, es wird gut. Also, wir kriegen die Energie dazu, uns wirklich dafür zu entscheiden und wirklich in der positiven Schwingung und vor allem hohen Frequenz zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, erfüllungsreichen, zauberhaften Sonntag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.